Hallo, sehr verehrte Hörspielfreunde, mein Name ist Felix und ihr seid mal wieder goldrichtig hier im Fragezeichen-Kanal. Heute wird es ganz besonders interessant, denn es kommt das erste Mal auf diesem Kanal zu einem Ranking-Video. Allerdings nicht etwa mit sowas Banalem wie etwa die 10 besten Folgen, nein, heute wird es spooky. Szenen, die mich als Kind die Bettdecke haben höher ziehen lassen, die einem den Schauer über den Rücken laufen ließen und Szenen, die selbst heute noch für Gänsehautmomente sorgen. Dies alles wollen wir heute im Detail beleuchten und sie übersichtlich nach ihrem Spooky-Level auflisten. In diesem Video die besten Gruselszenen bei den drei Fragezeichen. Erstmal ganz allgemein, die drei Fragezeichen sind natürlich nicht die einzige Hörspielserie, die regelmäßig auf Gruselelemente setzt. Die Serien Larry Brand und allen voran Macabros, welche ebenfalls von Europa produziert wurden, haben sich dieses Genre noch viel deutlicher auf die Fahne geschrieben. Nicht zu vergessen Huibu, das Gespenst. Aber auch in Produktionen von Kiddings, ehemals bekannt als Kiosk, finden wir vereinzelt Gruselelemente, so dass dann Folge 8 die Schlossgespenster von Bibi Blocksberg immer schon meine Lieblingsfolge aus dieser Serie war. Da die Zielgruppe von Hörspielen in erster Linie Heranwachsende waren, die die Geschichten oft nachts zum Einschlafen hörten, sind Hörspiele für eine gute Gruselstimmung natürlich prädestiniert. Kommen wir nun zu meinem Platz 10, Folge 131, Haus des Schreckens. Die Szene, in der Lloyd Scavengers Schreie hinter der Wand zu hören sind. In dieser Szene wird soweit fast alles richtig gemacht. Es wird eine exzellente Basis geschaffen durch ein wirklich verrücktes und gleichzeitig aber auch unheimliches Haus und das auf eine Art, wie sie meiner Meinung nach wirklich nachvollziehbar ist. Das heißt, ich finde die Idee hinter diesem Marriott-Haus nicht etwa abwegig oder so. In diesem Hörspiel haben die drei Detektive einen Job angenommen, bei dem sie als Akteure für ein aufwendiges Mörderspiel tätig sind. Einer der drei spielt dabei den Mörder, ein anderer das Opfer. Nun zeichnen sich aber Unregelmäßigkeiten im Ablauf ab, so dass alle Teilnehmer im riesigen, verwinkelten Marriott-Haus festsitzen. Vor allem, obwohl Justus dieses Mal als Opfer vorgesehen war, ist einer der Teilnehmer plötzlich nicht mehr auffindbar, sodass er nun das Opfer zu sein scheint. Als die Teilnehmer und die drei Fragezeichen das Opfer schließlich entdecken und durch ein Fenster beobachten können, wie es gefesselt und geknebelt über den Boden geschleift wird und dabei eine Blutspur hinterlässt, outen die Jungs sich als Detektive und geben zu verstehen, dass dies längst nicht mehr Teil des geplanten Mörderspiels ist. Das sind Schritte. Schritte in der Wand. Anschließend hören die drei Fragezeichen Schritte in der Wand. Dort scheint sich ja auch das Opfer zu befinden. Der Mann fleht um Hilfe und fürchtet, dass der Geist ihn findet. Als seine Stimme verstummt, hört man anschließend ein schauriges Lachen. Ja, das ist alles schon ziemlich gut gemacht. Was gibt es also auszusetzen an dieser Szene? Nun, natürlich nicht besonders viel, sonst hätte sie es ja wohl auch nicht in meine Top-Liste geschafft. Allerdings habe ich mich musikalisch nicht so hundertprozentig mitgenommen gefühlt. Wir haben ganz dezente Klänge im Hintergrund, immerhin etwas, aber ich finde, nach so einer aufwühlenden Szene hätte man ruhig eine kurze und möglichst schaurige Zwischenmusik einblenden können. Auch wenn eine Zwischenmusik üblicherweise einen kurzen Zeitraum überbrücken soll und das in dieser Szene einfach nicht nötig war, die Schauerlichkeit für diese Szene hätte auf jeden Fall davon profitiert. Ja, vielleicht hätte man das so in diese Richtung machen können. Wer? Wer kommt gleich? Mr. Scavenger! Mr. Scavenger? Hallo! Oh nein! Oh mein Gott! Platz 9, Folge 10 und die flüsternde Mumie. Die Szene, in der die Mumie zu flüstern beginnt. Ich finde, bei der flüsternden Mumie ist es zu einem gewissen Teil der Mythos und das typische Bild, welches man von der altägyptischen Hochkultur hat, welches ja schon ziemlich viel zum Grusel in dieser Szene beiträgt. Alleine die Tatsache, dass der Professor eine jahrtausende alte, einbalsamierte Leiche in seinem eigenen Wohnhaus beherbergt, bringt schon einiges Schauerliches mit sich. Zuvor wird natürlich alles von den Jungs fachmännisch untersucht, um einen möglichen Trick zu entlarven, jedoch scheint alles ganz normal zu sein. Nirgendwo war ein Gerät versteckt, das aufgedeckt hätte, wieso die Mumie flüsterte. Gepaart mit einigen anderen unheimlichen Vorkommnissen, die kurz zuvor stattfinden, wird so natürlich die beste Grundvoraussetzung für eine Gruselszene aufgebaut. Er ise ventronute, Gott der Frömmin.
Mick, nein, du, Eire. Diese Mumie kann einem schon unheimlich erscheinen. Ja, und was mir sehr gut gefällt, auch wenn man natürlich keines der gesprochenen Worte versteht, kann auch der Laie diese Sprache als altägyptisch erkennen. Die Hintergrundmusik in der Neuauflage sorgt dabei auch noch für etwas mehr Gruselstimmung, während die Originalversion eher das Ägypten-Thema unterstreicht. Und damit hat die flüsternde Mumie auf jeden Fall einen Platz in diesem Ranking verdient. Platz 8, Folge 16 und der Zauberspiegel. Die Szene, in der Justus zusammen mit Jeff und Mrs. Darnley den Geheimgang entdeckt. Noch im selben Jahr wie die flüsternde Mumie wurde auch Folge 16 und der Zauberspiegel veröffentlicht. Jedoch wird diese Episode dann doch ganz anders aufgebaut. Ich will nicht sagen, dass die Spannung vor der Gruselszene gegen Null geht. Jedoch wird sie durch einen sehr skeptischen Justus Jonas, der zudem auch noch von Anfang an enthüllt, dass das besagte Haus Geheimgänge haben soll, etwas geschmälert. Allerdings ist es auch hier so, dass die Neuauflage es tatsächlich besser versteht, ein unheimliches Feeling aufkommen zu lassen. Um nicht zu sagen, hier bilden die beiden Auflagen einen Unterschied wie Tag und Nacht. Da ist jemand, Justus. Da ist das Gespenst im Spiegel. Den Kerl schnapp ich mir. Jeff, mach das Licht an. Okay, Justus. Während die Neuauflage wieder mit düsterer Schauermusik versehen wurde, hören wir im Original beklagenswerte Stille. Und das bei einer schon recht langen Szene. Des Weiteren wurde der Neuvertonung ein unheimliches Lachen hinzugefügt, welches mehrmals ertönt. Und an dieser Stelle muss ich sagen, auch wenn ich insgesamt eigentlich immer die Originalversion der alten Folgen bevorzuge, diese Szene hat von der Nachbearbeitung definitiv mal profitiert. Denn es ist nun mal kein Peter Shaw vor Ort, der mit seiner Ängstlichkeit den Grusel noch untermauert. Noch dazu entlarvt der erste Detektiv bereits sehr früh, dass der vermeintliche Geist Theaterschminke benutzte. Und dennoch habe ich einen guten Grund, diese Szene unter den Top 10 zu verorten. Vor einigen Jahren habe ich nämlich mal in irgendeinem Internetforum mal einen ziemlich gruseligen Thread gelesen. Ein Hausbesitzer findet hinter seinem Bücherregal eine Geheimtür. Dahinter führt eine Treppe nach unten und genau dort unten scheint sich jemand eingerichtet zu haben, womöglich ein Kind wie die gefundenen alten Puppen vermuten lassen. Es liegt eine Decke und der Abfall frischer Lebensmittel auf dem Boden. Lebensmittel, die offenbar dem Hausbesitzer nachts heimlich entwendet wurden. Zum Glück konnte ich diesen Forenbeitrag wiederfinden. Und passend zu der Gruselszene aus dem Hörspiel blende ich euch mal die jeweiligen Fotos dazu ein. Mal sehen, ob man hier irgendwo drücken kann. Hier vielleicht. Tatsächlich eine Tür. Das Bücherregal schwingt zur Seite. Mein Gott. Eine Treppe führt hinunter. Komm, Jeff, wir sehen uns mal an, wohin die Treppe führt. Und es war jemand da, siehst du? Ein alter Schlafsack, Schlüssel und ein belegtes Brot in einem Klarsichtbeutel. Ja, ich finde es wirklich verblüffend, wie sehr das Ganze miteinander übereinstimmt. Und wer das im Hinterkopf behält, ja, für den wirkt diese Hörspielszene sicherlich nochmal umso gruseliger. Und ganz nebenbei bemerkt, wenn ihr diesen Kanal mit einem Abo unterstützen könntet, würde ich mal wieder jubilieren. Platz 7, Folge 6 und der sprechende Totenkopf. Die Szene, in der der Schädel zu sprechen beginnt. Justus Jonas ersteigert für nur $1 einen interessant aussehenden alten Koffer. Ein Journalist kommt auf die drei Fragezeichen zu und berichtet, dass es sich bei dem Vorbesitzer um einen Zauberer handelte und darin womöglich ein Totenschädel ist. Ein Totenschädel, von dem es heißt, dass er sprechen könne. Die Jungs entdecken den Schädel und untersuchen ihn. Jedoch können sie nichts Verdächtiges an ihm ausmachen. Erst als Justus den Schädel mit auf sein Zimmer nimmt, sich zu Bett legt und das Licht ausschaltet, macht sich der Schädel plötzlich bemerkbar. Tante Mathilda? Bin ich. Sokrates. Wer ist da? Sokrates? Du hast richtig gehört. Sokrates. Verflixt, jetzt mache ich aber Licht an. Oh, niemand da. Hier unterscheidet sich die Szene in der Neuauflage nicht vom Original und das, obwohl wir eine Hintergrundmusik haben. Diese unterstützt die Szene, kann aber nicht ganz mit der düsteren Musik mithalten, die teilweise für die Neuauflagen verwendet worden ist. Witzigerweise flüstert der Totenkopf eher, als dass er spricht und das, obwohl die Episode eben der sprechende Totenkopf heißt. Wenn man nun noch beachtet, dass die flüsternde Mumie eher spricht, als dass sie flüstert, ist das schon eine Erwähnung wert. Trotz alledem, das Flüstern macht die Szene durchaus etwas mystischer,
Dazu der Raumhall beim Sprechen des Totenkopfes. Am gruseligsten ist diese Folge aber zweifelsohne, wenn man sie wirklich als Kind zum Einschlafen gehört hat. Denn der Schädel befindet sich eben in Justus' privatem Zimmer, bei Dunkelheit, während Justus selbst auch im Bett liegt. Somit kann man sich natürlich bestens in diese Szene hineinversetzen, was einer guten Gruselstimmung natürlich Tür und Tor öffnet. Kommen wir nun zu Platz 6 und der Folge, welche mich überhaupt erst auf die Idee zu diesem Video gebracht hat. Folge 79 im Bann des Voodoo. Die Szene, in der die vermeintliche Mrs. Stevens den Raum betritt. Im Bann des Voodoo ist nämlich eine Folge, die mir insgesamt eher weniger gut gefällt. Die darin aufkommende Gruselszene kann sich aber durchaus hören lassen. Zunächst haben wir den ersten Detektiv, der von wirklich schauerlichen Vorkommnissen aus Haiti berichtet, bei der Menschen mit einem Gift zu Scheintoten und damit zu einer Art willenlosen Zombies gemacht werden. Und um zu verhindern, dass ein Toter als Zombie wieder aufersteht, durchbohrt man der Leiche vor dem Begräbnis das Herz. Das ist auf jeden Fall mal was Neues in der Welt der drei Fragezeichen und sorgt schon für einiges Schaudern. Insbesondere, da Justus dies als bittere Realität bezeichnet. Hierbei verschwimmt dann auch die Grenze zwischen Grusel und Horror und so ist die eigentliche Gruselszene auch gleichzeitig als Schocker einzuordnen. Wir werden erstmal vorgewarnt, dass Mrs. Stevens der Kehlkopf entfernt wurde und sie sich nur über eine Sprachprothese verständigen kann, wodurch ihre Stimme unheimlich klingt. Trotzdem überrascht ihr plötzlicher Auftritt in der Küche, man kann es wirklich schon als Jumpscare bezeichnen. Nachdem zuvor schon einiges an Hektik auftrat, die sich langsam wieder beruhigte, wird es zu Beginn der Szene erstmal ganz still, als nämlich die Jungs einen seltsamen Geruch wahrnehmen. Das lässt den Zuhörer aufmerksam werden. Nun tritt Mrs. Stevens in den Raum, jedoch nicht etwa mit einer seltsamen Stimme durch ihre Sprachprothese, sondern mit lauten, um Luft ringenden, gequälten Atemgeräuschen, die eher einem gefährlichen Tier zuzuordnen wären, als einem Menschen. Riecht ihr das? Ja, ja, so komisch. Irgendwas süßlich. Ja, ja. Was sind Sie denn? Eine alte Frau. Was? Puppe, los! Lass sie los! Was soll mit dir? Diese Szene hat bei mir auf jeden Fall nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ist das erste, woran ich denke, wenn ich eben Bann des Voodoo höre. Und ja, das ist auch der Hauptgrund, warum ich diese Folge ab und zu auch nochmal einlege. Für mich auf jeden Fall das Highlight der ganzen Folge, ja, und damit auch eine Besonderheit in der ganzen Serie und deshalb verdientermaßen Platz 6. Springen wir nun fast 20 Jahre in die Zukunft und kommen zu Platz 5, Folge 182 im Haus des Henkers. Die Szene, in der Peter benommen aus der Geisterbahn steigt. Diese Szene ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich die Gruselszenen im Vergleich zu den alten Episoden verändert haben. Denn hier geht kein Geist um und sie befinden sich auch nicht etwa in einem Spukschloss, aber immerhin war Peter zuvor in einer Geisterbahn, welche wiederum ein unheimliches Geheimnis birgt. Es geht um ein merkwürdiges Phänomen. Mehrere schwere Einbrüche sind verübt worden, bei denen kurze Zeit später schon sich die vermeintlichen Täter der Polizei stellen. Das Unheimliche daran ist, in welchem Zustand sich die geständigen Täter befanden. Eine Spur führt die drei Detektive auf den Rummelplatz. Vor dem Eingang der Geisterbahn werden sie dabei von einem unheimlichen Mann bedroht, der später während der Fahrt plötzlich in der Geisterbahn auftaucht und Peter aus der Gondel zerren will. Später wagen sich Justus und Peter erneut in die Bahn. Justus verlässt dabei die Gondel, um die Umgebung untersuchen zu können. Peter bleibt jedoch mit seiner Kleidung hängen und fährt weiter. Als Justus später mit Bob zusammentrifft, wundern sie sich, dass Peter noch nicht aufgetaucht ist. Dieser fährt erst Minuten später in der Gondel sitzend aus dem Ausgang der Geisterbahn, obwohl die Fahrt eigentlich schon längst hätte vorbei sein müssen. Nun scheint auch Peter völlig apathisch zu sein und neben sich zu stehen, genauso wie zuvor auch die geständigen Einbrecher. Ja, wo ist Peter? Der ist doch schon längst wieder rausgefahren. Nein, ist er nicht. Peter, da ist ja Peter. Er wankt aus der Gondel. Peter, hier sind wir. Just. Bob. Du wirkst irgendwie... angeschlagen? Ja. Ich weiß nicht. Peter, was war denn da drin los? Wo warst du die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Ich bin gefahren. Ich dachte, ich bin mit der Geisterbahn gefahren. Diese Szene hat mich überrascht. Nachdem die ganze Folge nämlich zu Beginn auf mich wie eine eher mäßige Episode wirkte, konnte sie sich im Verlauf zumindest zeitweise steigern, wobei diese Szene ganz klar das Highlight darstellt. Die Jungs waren bis dahin noch weit davon entfernt, das Rätsel um den unheimlichen Zustand der vermeintlichen Einbrecher zu lüften und nun scheint sich der zweite Detektiv selbst in solch einem mysteriösen Dämmerzustand zu befinden. Die Atmosphäre ist ganz anders, als man es von einer typischen Gruselszene erwarten würde. Wir haben
haben die Rummelplatz-Atmosphäre mit lauter Elektromusik. Jedoch passt es zur Szenerie und gefällt mir insgesamt ziemlich gut. Daher hat es Folge 182 in meine Top 5 geschafft. Kommen wir nun zu meinem Platz 4, Folge 155 und der Meister des Todes, die Szene, in der Bob und Peter auf den schlafwandelnden Justus treffen. Ja, wie eben schon im Haus des Henkers ist es hier unter anderem das Schauerliche, dass einer der drei Fragezeichen selbst sich unheimlich verhält. Die Jungs übernachten in einem ohnehin schon recht unheimlichen Haus. Zeitgleich schrecken Bob und Peter mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Was war denn das? Sie vernehmen ein unheimliches Flüstern, das vom Flur zu kommen scheint, in italienischer Sprache. Also beschließen sie, Justus zu wecken, doch der befindet sich zu ihrer Überraschung nicht in seinem Bett. Also machen sie sich vorsichtig auf in den Flur, wo sie zu ihrem Erschrecken feststellen, dass die Wand mit großer roter Schrift beschrieben worden ist. Ebenfalls auf Italienisch. Plötzlich taucht Justus auf, jedoch scheint er nicht bei Sinnen zu sein. In seiner Hand hält er rote Kreide. Offenbar war er also derjenige, der die Wand beschrieben hat. Und das in einer Art Dämmerzustand und nicht zu vergessen in einer fremden Sprache. Sag mal leise. Justus ist weg. Hä? Der liegt nicht im Bett. Also wir sollten nachschauen, was da draußen los ist. Komm. Sieh dir das an. Jemand hat etwas an die Wand geschrieben. Psst, warte, da kommt jemand. Oh. Justus. Und ich dachte schon... Justus! Justus, was ist denn mit dir? Hey, Peter. Guck doch mal, was er in der Hand hat. Ein Stück rote Kreide. Ja. Hier haben wir eine Szene, die wirklich alles richtig macht. Das Thema Schlafwandeln ist bis dato noch nicht behandelt worden. Ganz klassisch haben wir das unheimliche Haus. Peter und Bob, die selbst zunächst im Bett liegen, bilden mal wieder eine gute Gelegenheit, sich in die Szene hineinzuversetzen, wenn man die Folge wieder mal zum Einschlafen gehört hat. Das Flüstern ist zwar an sich nicht neu, auch nicht, dass es in einer fremden Sprache erklingt, jedoch schmälert das die Szene nicht, da es eben sehr passend und kreativ umgesetzt wurde. Es würde sich wohl jeder erschrecken, der nachts noch einmal aufsteht, in den Flur geht und die Wände plötzlich in großer roter Schrift beschrieben vorfindet. Und dass dies von Justus gemacht worden zu sein scheint, der auch noch völlig neben sich steht, setzt dem Ganzen die Krone auf. Musikalisch ist die Szene passend, aber auch hier recht dezent untermalt. Leider verfliegt die Mystik relativ unspektakulär, indem der schlafende Justus von den anderen Hausgästen abrupt geweckt wird. Diese Vorgehensweise finde ich nachvollziehbar und insgesamt nicht schlecht. Alles andere wäre wohl auch unlogisch gewesen, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, diese Mystik bis in eine schaurige Zwischenmusik zu retten, hätte dies wohl nochmal für noch mehr Gänsehaut gesorgt und diese Szene in diesem Ranking noch weiter nach vorn katapultiert. Platz 3, Folge 162 und der schreiende Nebel. Die Szene, in der Peter im Nebel verloren geht. Ja, in dieser Folge wurde über weite Strecken des Hörspiels wirklich einiges an Mystik und Spannung aufgebaut. Es ist nicht die einzige Gruselszene in der Geschichte. Jede Phase, in der die unheimlichen Wesen auftauchen, die mit dem Nebel kommen und gehen, birgt etwas mehr Schauerlichkeit mit sich. Und dies beginnt auch schon ganz zu Anfang der Folge in der Zentrale am Telefon. Ich weiß nicht, was Sie damit bezwecken wollen, aber ich werde jetzt auflegen. Haben Sie verstanden? Und spätestens, nachdem der Captain vom Nebel verschluckt wird, bildet dies die perfekte Vorlage für einen wirklich tollen Gruselschocker. Die Jungs fahren mit einem geliehenen Geländewagen in eine ihnen unbekannte Umgebung. Dort entdecken sie die unheimlichen Wesen, woraufhin abermals der Nebel auftaucht. Sie schaffen es nicht mal zurück zu ihrem Auto, bis ihnen vom Nebel vollkommen die Sicht und die Orientierung genommen wird. Als letzte Maßnahme binden sie sich ein Seil um ihre Gürtel, um sich im immer dichter werdenden Nebel nicht zu verlieren. Peter spürt, dass ihn etwas am Rücken berührt. Seinen folgenden Satz kann er schon nicht mehr zu Ende sprechen. Plötzlich ist von ihm nichts mehr zu hören. Justus tastet das Seil ab, doch was er dabei findet, ist nicht Peter. Der Wagen, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ja, dann müssen wir eben zu Fuß weiter. Der Nebel folgt uns. Pass auf, ich habe ein langes Nylonseil dabei. Zieh das Seil durch deinen Gürtel, Bob. Und du, Zweiter, bindest das Ende an deinem Gürtel fest. Ich kann euch jetzt schon nicht mehr sehen. Was ist denn? Da war etwas an meinem Rücken. Peter! Warte, ich taste nach ihm. Das ist nicht Peter. Was?
Selbst Justus wird dieses Mal hysterisch und ergreift panisch die Flucht. Die schrillen Laute der unheimlichen Wesen tun ihr Übriges, um die Szene nahezu perfekt zu machen. Einzig die anschließende Musik finde ich nicht ganz passend gewählt. Sie erzeugt zwar eine gewisse Aufregung, jedoch hätte eine düstere und unheimlich klingende Melodie die Szene wohl doch besser untermalt. Ah! Die Bestie! Was? Mach das Seil los, Bob, und lauf! Ja. Denn es geht noch weiter. Wir hören noch einige weitere verzweifelte Rufe des ersten Detektives, während die Musik erklingt. Die Stimmung ist aber eben durch diese Musik nicht mehr genau dieselbe. Das ist etwas schade. Dennoch, bis dahin ist alles wirklich grandios umgesetzt worden, weshalb der schreiende Nebel auch zu Recht einen der vorderen Plätze belegt. Kommen wir nun zu meinem Platz 2 und damit nochmal zu einer klassischen Episode zurück, ja, die generell eben etwas häufiger mit dem Element des Grusels gespielt haben. Die gruseligste Szene der alten Folgen ist für mich aus Folge 20 das Auftreten der flammenden Spur. Nachdem der alte Potter, ein stadtbekannter Töpfer, der stets barfuß geht, dabei war, einen Einkauf beim Gebrauchtwarencenter T. Jonas zu tätigen, verschwindet er plötzlich spurlos. Justus macht sich auf, ihn zu suchen und trifft dabei im Haus des Potters auf seinen Enkel und seine Tochter, die sich das Verschwinden ebenfalls nicht erklären können. Sie entscheiden sich dafür, sich im Haus des Töpfers eine Zeit lang einzuquartieren. Justus und Tante Mathilda helfen beim Transport der Gepäck und beim Herrichten des Hauses. Plötzlich aber schreit die Tochter ganz aufgeregt und ruft nach ihrem Sohn. Auch Justus und Tante Mathilda eilen herbei. Diese glaubt, dass der Potter nun in seinem Hause spukt. Denn grüne Flammen lodern nun aus den Abdrücken nackter Füße auf dem Küchenfußboden. Mama! Mama! Was ist denn, Mrs. Dobson? Seht doch! Grüne Flammen auf dem Fußboden! Um Himmels Willen! Er ist zurückgekommen und spukt hier im Haus. Unmöglich! Aber du siehst doch! Die drei Fußspuren haben sich ins Linoleum eingebrannt. Die Spuren nackter Füße. Auch hier fehlt wieder ein ängstlicher Peter Shaw. Auch Justus ist wie gewohnt skeptisch, aber immerhin, am Ton seiner Stimme hören wir schon, dass er eben selbst über dieses Phänomen sehr verwundert zu sein scheint. Was mich an dieser Szene aber am meisten überzeugt, die Gruseltöne, diese schaurigen Geräusche, die im Hintergrund zu hören sind, machen diese Szene für mich wirklich einzigartig. Egal ob Film, Serie oder Hörspiel, für große Emotionen braucht es fast immer passende Musik, passende Klänge. Und die sind bei Folge 20 und die flammende Spur wirklich großartig. Dazu eine überzeugend panisch klingende Marianne Kehlau, Tante Mathilda, die von einem Spuk überzeugt ist, und ja, auch Alexander Körting, also der kleine Tom Dobson, spielt seine Rolle wirklich gut. Deswegen Platz 2 für die flammende Spur. Und nun endlich zu Platz 1, der für mich größte Gruselmoment in der nun über 40-jährigen Geschichte der drei Fragezeichen Hörspiele. Von über 250 Folgen, wenn man alle Sonderfolgen mit einrechnet. Und zwar Folge 105 und der Nebelberg, die Szene, in der das Phantom zum ersten Mal erscheint. Wieder einmal sind die drei Detektive auf einem Ausflug, um Abstand von ihrer detektivischen Tätigkeit zu bekommen. Daher sind sie weit gereist, in die Tiefe der Berge, weit weg von jeder Zivilisation. Zunächst schrecken sie in ihrem Zelt mitten in der Nacht auf, als sie ein lautes Donnern vernehmen. Am nächsten Morgen setzen sie ihre Wanderung fort, dabei geraten sie immer weiter und weiter in eine Nebelwand. Die Sicht wird immer trüber und so sind sich die Jungs schon gar nicht mehr sicher, ob sie sich überhaupt noch auf dem richtigen Weg befinden. Ich will euch ja nicht beunruhigen, Kollegen, aber habt ihr einen Schimmer, ob wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind? Sie beschließen, eng zusammen zu bleiben, um sich nicht zu verlieren. Plötzlich hält Justus inne. Er hat etwas entdeckt, und zwar eine weiße Gestalt, die in einiger Entfernung durch den Nebel schwebt. Hey, seht mal! Das ist ein Geist. Ein Gespenst. Für Peter ist sofort klar, dass sie es mit einem Geist zu tun haben. Es scheint die drei Detektive wahrgenommen zu haben und stößt einen fürchterlichen Schrei aus. Aber es hat uns gesehen. Es... Was ist das, Justus? Es kommt auf uns zu! Das Besondere für mich an dieser Szene, naturgemäß konnte ich sie nicht als kleiner Junge gehört haben, schließlich wurde sie erst im Jahre 2002 veröffentlicht. Trotzdem hat es bei mir für den größten Gänsehautmoment von allen je von mir gehörten Hörspielen gesorgt. Und das nicht nur beim ersten Hören. Auch noch Jahre später, beim ersten Hören in meiner ersten eigenen Wohnung, konnte die Folge noch für vergleichbare Emotionen sorgen. Mir gefällt die Idee, dass das geisterhafte Wesen nicht wie sonst irgendwann nachts auftaucht, sondern dass es am helllichten Tag in Erscheinung tritt. Die Atmosphäre auf einem Berg im womöglich feuchten, hohen Gras im dichten Nebel ist mal etwas anderes und trotzdem ideal. Auch Peter und Bob
sind mit dabei, ihre Angst kommt gut rüber und auch dem sonst so skeptischen Justus Jonas scheint das Ganze ziemlich unheimlich zu sein. Mehr noch, am Ende gibt er zu, dass es ihm höllische Angst eingejagt hat. Ich weiß nur, dass es mir höllische Angst eingejagt hat. Eingejagt hat? Ich schlottere immer noch am ganzen Körper. Die atmosphärische Musik baut sich langsam auf, unterstützt die Szenerie perfekt und natürlich der Schrei des Nebelphantoms, der am Ende in ein gruseliges Geblubber übergeht, so wie wir es dann auch später in Folge 162 und der schreiende Nebel gehört haben. Tatsächlich ist der Schrei allerdings nicht extra für dieses Hörspiel aufgenommen worden, wie ich auf der Internet-Fanseite rockybeach.com erfahren habe. Tatsächlich handelt es sich wohl um einen Schrei, der ursprünglich in dem Hörspiel Edgar Wallace, der schwarze Abt, vorgekommen ist, welches natürlich ebenfalls von Europa produziert wurde. Ich weiß nicht, was da los ist. Peter, was war das? Dennoch passt er auch zum Nebelphantom eben wie die Faust aufs Auge und deswegen verdientermaßen landet diese Szene auf Platz 1 meiner Top-List. Ja, das war's dann soweit zu diesem Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch diese Liste sicherlich irgendwie anders angeordnet hätten. Was mich aber am meisten interessieren würde, ist, ob ihr der Meinung seid, dass ich einige wichtige Szenen vergessen habe. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Folge 11 und das Gespensterschloss vermisst hat. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da bin ich schon besonders gespannt darauf. Ansonsten werden wir uns hier schon bald wiedersehen, hoffe ich mal, auf diesem Kanal. Und dann sage ich noch schönen Abend und bis zum nächsten Mal.